Mit der Zeit brechen viele Dinge. Sie nicht. Das, was daran hart wird, ist, es eben nicht zuzulassen, dass es mich kaputt macht. Stabhochspringerin Sarah Vogel träumt vom olympischen Himmel. Eine exklusive Doku über eines der größten Talente im deutschen Sport. Es ist so ein Getriebensein zu seinem eigenen Maximum. Doch der Weg der Frankfurterin ist erbarmungslos, der Körper anfällig, der Geist misstrauisch. Man hat nur eine Jugend und man steckt das alles in diese eine Sache rein. Ihre Begleiter leidenschaftlich. Klar, das knallt dann mehr als bei normalen Athletinnen, Trainer gespannt. Bei uns knallt es dann so richtig. Ich schätze, dass die wahren Champions zu 99% alle so sind. Ihre Geschichten packend. Über dubiose Berater. Jemand aber die Leistung, die sie anbietet, würde rein theoretisch bei Red Bull ausreichen. Über Ängste. Stechen in der Brust. Über Prophezeiungen. Wenn man den ganzen Tag nur über Stabhochsprung nachdenkt, das ist eine Sportart, wo man einfach bekloppt wird. Da geht niemand mit einer sauberen Psyche raus. Ich möchte im Wettkampf nicht ihre Gegnerin sein, weil sie ist da ein ganz anderer Mensch. Ich möchte mich auch dem Ganzen stellen, was da eben kommt. Manche Geschichten sollten erzählt werden. Solange sie auch dauern. Also ich glaube, uns führt die Reise nach Paris, ob ins Stadion oder auf die Zuschauertribüne, werden wir sehen.